Was machst du sonst? Machst du das nicht in Real Life? Nein, ich zock lieber. Nee. Ich zock lieber. Ich dachte, du warst einer von meinen Arbeitern. So, ein Cleanstone fehlt uns noch, dann ist unser Keller ja, offiziell fertig. Ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Ich will ihn setzen. Ich will ihn setzen. So, dann können wir unseren Ofen. Nein, hier verbaut. Abbauen. Extra. So, dann bauen wir noch mal einen Ofen. Wir machen hier die ganze. Ich brauch. Habt ihr noch. Ne, ihr habt wahrscheinlich keinen Stein mehr dabei, ne? Nee. Doch, klar, hier, warte, ich hab. Ja. Hervorragend, dann baue ich noch 3 Öfen. Wir brauchen Holz, bringt Holz, aber nicht verarbeiten. Mit einer okay. Kohle farmen. Aber wir Holz nicht mehr in unserem Dings. Ach, stimmt. Ich hab Holz, hier, warte kurz. Ich hab hier auch Holz. Dumm. Moment. Hier. Danke. So, wo hat's am meisten Kohle drin? Hier hat's am meisten, dann machen wir hier Holz. Ich soll jetzt erst noch das Essen rausnehmen. Weil wir fangen jetzt, denke ich mal, an, ein bisschen Holz zu meinen. Und mit Holz zu Kohle, meinen. Kohle zu meinen. Ja, Kohle halt zu produzieren. Damit meine ich, dass wir halt die... LOL. Damit meinst du, dass wir mehr Kohle haben? Ja, genau. Dass wir halt das unverarbeitete Holz zum Teil in die Öfen packen. Okay. Unser Garten sieht irgendwie scheiße aus, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich sieht scheiße aus, weil es scheiße aussieht. Das, ist ja, das haben wir am Anfang gemacht, also bitte. Ich dachte, wir können schlafen. Warte, ich muss erst noch ein Ei werfen. Ja, ich bin gerade... Zwei Eier werfen. Gold. Was soll das geschrieben haben? Wo hast du Gold gefunden? Ja, ich habe Gold gefunden. Wo? In der Mine. Dann komm wieder hoch, wir wollen pennen. Wir wollen pennen. Ja, geh schon hier, 80 Uhr. Mhm. 80 Uhr vor allem. Zu Real Life. Jetzt liegt er im Bett. Ich könnte ihn eigentlich einfach schlagen, er hat seine Tür offen gelassen. Ich schlag. Oh, Violet! Ja, aber komm, so kannst du auch die Tür aufmachen. Hallo! Ich bin unsichtbar. Ich finde, man sollte die Türe. Jeder Spieler sollte seine Türe verschließen können. Ja, mit Dings. Es gibt zwar Plugins. Ich muss aber hier unser Haus noch fertig ausleuchten. Es ist noch 11:30 in Real Life Zeit. Also. Ein bisschen. Ein bisschen habe ich aufgenommen. Okay, ja. Ich bin da, ich kann schlafen. Ja, kommt. So, jetzt meine Tür zu. Ich muss hier unsere Küche noch ausleuchten. Da. Ja, wenn ich schlecht, sonst spawnt da irgendwas. Das dann kommen wir morgens in die Küche. Bom, Küche weg. Oh. So, ihr liegt komm, schon. Pennen, ich bin schon am Pennen. Kommt, los. Los, Mrs. Listock, los. Ja, nicht in mein Haus. Ja, vor allem dein Haus, das ist so ein ja, in mein Zimmer, aber... nicht in meinem Zimmer, ich bin gerade am... Ja. Am mich finden. Am Sachen machen, worüber wir jetzt nicht sprechen wollen. Genau, sollen. Weil du ja noch einmal aufnehmen bist und ich das fast vergessen hätte. Genau. Hä, hey, was? Haben wir hier unten jetzt die Öfen? Nein, die sind oben. Hä? Hier oben ist die Küche, aber nicht Schlaubi. Der Küche, aber... Oh je, Mini, oh je, Mini. Boah. Brauchst du noch ein paar Öfen? Mhm. Okay. Das kann nicht schnell genug braten. Braten! Boah, die Brücke sieht ja geil aus. Danke. No problem, bitch. Hm, oh. Oh, ich weiß, wenn ich noch in der Mitte so ein paar Cobblestone machen bin, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, so. Ich geh jetzt noch ein bisschen Rasen kaputt hauen, damit wir mehr Samen haben. Ich sollte noch Brot machen. Mehr nicht schlecht. Ihr müsst sagen, wenn ihr aufhören wollt, ne? Ja, wir warten einfach auf dich.
So, danke schön. Jetzt muss ich nicht mehr schwimmen. Bitteschön. Das ist schon der erste, das erste Grashalm, der gehauen werden will. Er hat mich... Creeper! Sprengung! Ich fisch den weg. Bäm! Feiern hoch! Creeper! Wieep! Wieep! Wumm! Ja, ich hau das Glas absichtlich mit meinem Holzschwert, damit es endlich kaputt geht. Ja, es war so wie bei Sprengung! Wieep! Wieep! Wumm! Ja, das hat sich so angehört, tut mir leid. Ja, ihr lacht jetzt zwar, aber ich bin der Beste. Mr. Swiss-Zocker denkt sich jetzt da bestimmt so tief im Hintern, warum nur? Wie haben die geile Idee für... Ich brauch viel Holz. Viel Holz findest du in unserer Truhe, mein Junge. Nein. Verrecke. Scheiße. Und kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Das lässt sich ändern. Ja, ich hau das Holz jetzt auch absichtlich mit meinem Schwert. Weil das kaputt gehen soll. Dummes Holzschwert. Das einfach, anstatt das einfach ins Wasser zu werfen oder so. Damit es dort in Ruhe vergammeln kann. Das wäre Verschwendung. Okay. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Ja, aber Gras mit deinem Holz machen. Ja, okay. Das ist nichts mehr. Es war schon zu viel. Es war schon zu viel, das ist gut. Es war schon zu weit. Auf jeden Fall, ich geh jetzt hoch und mach mir eine normale Axt. Und dann helfe ich dem Mr. Swisszock ein paar Bäume zu fällen. Ja, das ist auch wirklich nicht. Dufte nicht eine knorke Idee. Knorke. Von Disneys große Pause oder von wo hast du das Wort? Ja, fast Gronk. Ah, Gronk, okay. Ja, fast Gronk und Disneys große Pause ist das gleiche eigentlich, ja. Ja, es ist die Ähnlichkeit ist verblüffend. Boah, Alter, als ich Gronk mal so geguckt habe, so das erste Video von Gronk, ja, da hat er über Scheiße gesprochen. Also, ich meine es wortwörtlich. Er hat über Scheiße in der Hose gesprochen. Dein Ernst? Ohne Scheiß! Wortwörtlich! Wo hast du Gronks erstes Video gesehen? Ey, auf YouTube halt habe ich Minecraft geguckt, irgendein Part. Also, ja, also ich hasse diese Leute, die stinken immer so unten in der Hose, weil sie da so scheiße zwischen den Ritzen und so, ja, mit Schwitz noch und so. Boah, Alter! Feini, ich wünsche allen, die was am Essen sind, guten Appetit. Seitdem sie extra Chips geholt haben, weil sie gedacht haben, oh, eine neue Folge. Seitdem drück ich nie wieder Gronk. Ja, was ist sonst? Eine lange Zeit lang habe ich Gronk eigentlich ziemlich boykottiert. Jetzt bin ich eigentlich, macht noch ganz gute Videos. Also ich guck vor ihm hauptsächlich GTA 5 und die alten Minecraft-Folgen, wenn mir langweilig ist. Ja, mache ich auch. Wenn mir langweilig ist, ziehe ich mir auch eine Folge Minecraft ein. Aber ich ziehe mir jetzt nicht mehr jede rein. Boah, ich weiß noch, wo es Kronks erste Minecraft-Folge hochgeladen wurde. Boah! Also ja, da haben wir eine Map, eine Scheiße gebaut. Sollen wir die Map nehmen oder eine andere? Ich weiß noch, durch ihn bin ich überhaupt auf Minecraft gekommen. Echt? Ja. Ich bin auch durch ihn auf Minecraft gekommen. Er hat mich inspiriert. Ich bin mein Freund auf Minecraft gekommen. Aber es war nicht mein erster Kontakt mit Let's Plays. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, Let's Plays zu machen? Mein Kumpel Pac-Man. Ja, und ich? Ich habe einfach gesehen, ja, es ist bestimmt lustig, so ein bisschen Let's Plays machen, ein bisschen Leute haben, die einen bewundern oder irgendwie sagen, ja, die machen tolle Videos. Ja, woher hast du überhaupt gewusst, dass es sowas gibt? Ja doch, Gronk, also YouTube, ich bin, also, wenn ich das so sagen kann, ich bin wirklich der statt weniger zockt, aber eigentlich den ganzen Tag nur in YouTube rumgammelt. Ich denke auch. Ich könnte das den ganzen Tag nur in YouTube rumgammeln. Nur Let's Plays reinziehen, die ganze Zeit, ohne irgendwie ein Spiel zu spielen oder mit jemandem zu reden.
Das wäre für mich kein Problem, aber dann habe ich einfach irgendwie so ein paar YouTuber angeguckt und habe gedacht, ja, das ist bestimmt noch lustig, mit Kollegen irgendwie ein bisschen lustig haben, ein bisschen aufnehmen, anderen Leuten das zeigen, mal gucken, ob ihnen das gefällt. Und ja, da habe ich mal den Blobble gefragt, ja, hey, hättest du Bock mit mir aufzunehmen, weil meine anderen Freunde mit mir keiner aufnehmen wollte, weil alle dachten, ah, du bist doch schwul. Und dann, ja. Ja. Haben wir gedacht, können es ja mal versuchen, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja. Außer unsere Würde und so. Ja. Ja, aber. Die haben wir schon lange verloren. Ja, das war noch eine Zeit, als wir sie hatten. Ah. Oh. Die guten alten Zeiten. Ja, 1912. Ja. Ja, ich bin So. eigentlich auf Let's Play. Ich weiß noch, dass ich aufs Let's Play gekommen bin, dürfte ich eigentlich EA verdanken, weil ich wollte Need for Speed zocken, hatte aber gerade keine Start. Da dachte ich mir, gib's mal auf YouTube Need for Speed Undercover ein. Und da kam ein Let's Play von dem Yizuanji, den gibt's heute noch, glücklicherweise. Und ja, habe ich mir das reingezogen. Erstmal dachte ich mir, cooles Spiel, habe ich das ganze Let's Play geschaut, dachte mir, ja, eigentlich ist noch eine coole Idee, so Videos machen und aufnehmen und das kommentieren. Dann habe ich lange drum spekuliert, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und dann habe ich mit meinem Kumpel halt das Video, das ersten Kanal aufgemacht, die Racer Brothers, weiß ich noch. Und da er war eigentlich der Auslöser, dass ich überhaupt in die Let's Player Szene eingestiegen bin. Damals mit unserem ersten Projekt GTA San Andreas Multiplayer, das ich heute noch spiele. So Sampia. Ja. Ja. Das war eigentlich mein erstes richtiges Let's Play. War das auch das erste, das du hochgeladen hast, das aus San Andreas Multiplayer? Ja. Wo du auf dem Server einfach gespielt hast und einfach Server besucht hast, mal gucken, wie es dort abläuft, oder? Ich habe da gespielt. Okay. Für irgendwie ein Hau, also 20 oder 40, keine Ahnung, wie viele Parts, auf jeden Fall einen Haufen. Okay. Und eben das haben wir dann weitergeführt bis 30, 300 Abonnenten. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann haben wir weil mein Kumpel, der hatte eine 1000er, Alter, was ist das für ein Riesenbaum? Hatte eine 1000er Leitung und der konnte halt nicht hochladen. Kennt ihr sicher das Problem? Ja, Ja, und Problem. Aha, was? ja, ich hatte einfach, weil es halt doch eine Arbeit war, ich war da noch in der Schule und alles, musste lernen. Und da war es halt schon eine Arbeit für einen alleine, halt Videos jeden Tag zu produzieren. Und ja, da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Und da haben wir den Kanal geschlossen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, wäre doch ganz, wieder ganz geil, mal wieder was aufzunehmen. Und da habe ich den Kanal dann aber auch wieder zugemacht, weil es mich irgendwie auch wieder angepisst hat. Dann habe ich ihn nochmal einen neuen eröffnet und wieder einen anderen wieder geschlossen. Und jetzt bin ich hier bei Mr. Swiss Zocker. Okay. Du bist einfach auf den Namen wahrscheinlich gekommen, weil du irgendetwas mit Mister oder Sir haben wolltest und irgendetwas mit Zocken und irgendetwas mit Schweiz. Ja, weil ich ein Schweizer bin und ich kenne ehrlich gesagt sehr wenige Schweizer Let's Player. Beziehungsweise gar keine außer euch. Also dir. Also die im Let's Play Schweizerdeutsch sprechen oder die einfach Schweizer im Hintergrund sind? Beides. Also Beides. im Hintergrund habe ich ehrlich gesagt keine oder wenige, die mir gerade im Kopf sind. Und die Schweizerdeutsch reden, noch weniger. Also ich hab mir auch schon mal überlegt, ob ich halt so ein ganzes Spiel auf Schweizerdeutsch kommentiert durchspielen soll. Ja, das hast du ja dann mal gemacht bei Battlefield 3, wenn ich mich nicht täusche, Ich mit deinem habe angefangen, ja, dann Koop mit einem Kumpel zu machen. Mit dem hatte ich übrigens auch den ersten Kanal. Okay. Heute mein bester Kumpel. Also war es da schon, aber. Ja, da mochtet ihr euch noch nicht so ganz richtig. Ah, warte, dann kann ich ja mal kurz was nachgucken. Also ich würde sagen, noch eine Viertelstunde und dann ist fertig für heute, oder? Oh, Goldbarren. Eisenbarren. Und Kohle. Also aus meiner Gras,
Idee wurden 6 Samen. Okay. Ziemlich schwer rausgefallen, ja, aber. Ja. Was machst du? Ich glaube noch. Das wirst du noch sehen. Du weißt schon, dass da jetzt einfach so ein Zombie reinspringen könnte. Und dann? Was soll der Zombie da machen? Unser Weizen töten. Unser armer Weizen. Ich habe voll viel. Ach so, du meinst hier? Oh, nee, die können auch nicht springen, die können auch nur laufen. Ja gut, stimmt. Und dann. Und die Skelette können unsere Hühner wegpfeilen. Hätten sie heute. Warum sollen die das machen? Also, aus Spaß. Weil sie böse sind! Aus Spaß an der Freude. Die machen. Ja, ich glaube ein weniger. Ach, scheiße aus. Essen kommt hier rein. Hm. Ich hab Goldbarren, ich hab alles mögliche. Wenn mich jetzt einer killt, dann war's das mit unserem Vorrat. Ich weiß noch eins. Oh, wie das regnet in Minecraft. Ja. Ja, genau schon. Ja, in echt soll es ja eigentlich auch regnen, ne? Also der Wetterbericht hat gesagt, dass es heute regnen wird am Abend. Ihr habt einen Smaragd, woher habt ihr einen Smaragd? Wieso kloppt ihr die Kohle hier rein? Das muss oben in den Ofen. Keine Ahnung, also der Smaragd habe ich gefunden und die Kohle wurde aus Zauberhand dorthin gebracht. So, Eichenholz habe ich noch. Ich nehme jetzt Holz und Stein und mach jetzt mal eine Menge Werkzeuge. Okay. Menge. Mit einer Menge Fantasie. Mit einer Menge Fantasie. Kennst du eigentlich LP mit Kev? Ja. Wie findest du ihn eigentlich so? Eigentlich gucke ich ihn gar nicht regelmäßig. Ich schaue nur, was er halt mit Dena verzapft. Also ich guck dem Dena seine Let's Plays, seine Hexit. Nee. The Hero. GTA 5. Ach so. Und das ist eigentlich ja, der ist irgendwie so seltsam. Ja, der weint die ganze Zeit irgendwie so. Ich mag ihn einfach nicht. Der ist einfach nee. Ah, ein Dings wollte ich dir noch sagen. Kennst du Exitus 19? Nee. Der hat 444 Abonnenten und der redet nur Schweizerdeutsch bei all seinen Folgen. Echt jetzt? Mhm. Oh, Respekt. Ja, ich meine, für. Ich hab mal so. Weil es mir Wunder genommen hat, auch mal so über den YouTube mal geguckt, so. Schweizer LPer, die nur Schweizerdeutsch wirklich nur überall reden. Aber da gibt es voll wenige und die meisten sind wirklich schlecht. Also, so richtig mit hässlicher Grafik und Stimme. Halt noch wie ein kleines Kind und so, aber jedem das seine. Ja. Ich habe jetzt einfach mal von allem 6 gemacht. Soll ich von auch 6 Steinschwerter machen? Müsstest du eigentlich nicht. Also ich habe alles aus Stein gemacht. Ja, ich meine, wir haben ja genug Eisen noch, so viel ich weiß, da unten. Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Hier irgendwo. Ja, hier sollten. Ja, noch 60 Eisen, das sollte eigentlich reichen. Dann kannst du dir ruhig Spitzhacken und so machen. So, Holz kommt hier rein. Wieso tut dir den Baum zum Holz? Also die Bäume und so kommen zu Menge Fantasie, ne? Oh, was soll's das? Oh, mein Augen. Was? Keine Ahnung. Warum kreischt deine Mutter? Bei mir hat gar nichts gekreischt. Doch, ich hab's doch gehört. Irgendwas hat gekreischt. Irgendwas hat jedenfalls vielleicht jemand im Fernsehen. Hm, keine Ahnung. Meine Ohren bluten jedenfalls jetzt. Oh. Tut mir leid. Du hast gekreischt, gib's zu. Tut mir leid, ist mir scheißegal. Na, mögt ihr mein Schwertviecher? Mhm. I like it. So, ich würde sagen, wir gehen pennen. Das können wir machen, mein Lieber. Ich würde sagen, wir nehmen noch 10 Minuten auf, ne? Das ist noch ungefähr ein Tag. Okay. Also, lasst uns schlafen. Nicht ja, ich komm. Jetzt.
Oh boah, ich back hier fest. Ja, Pack mir ist doch nicht. Ah, oh, das so. Ist gar nicht mein Team. Was habt ihr heute gemacht? Nix. wir haben nix gemacht, nee, nee. Nein, nein. Ja, stimmt, glaube ich euch sofort. Dann ist gut, ja. So tanzig. Ich brauche noch eine zweite Axt. Hole ich mir eine aus meinen selbstgefertigten Werkzeugen. Ich nehme eine angeschlagene Eisenaxt. Die ist bestimmt gut. Kann ich eigentlich eine Eisen? Ne. Finde ich übrigens witzig, eine Axt macht fast gleich viel Schaden wie ein Schwert. Ja. Okay. Übel. Habt ihr ein Ei gelegt, Hühner? Nein. Schämt euch. So, was wollen wir an diesem wundervollen Tag alles machen? Das ist eine gute Frage, mein lieber Mr. Swissdog. Da fragen wir am besten mal Blobble. Blobble, was sagst du dazu? Miep. Miep. Also, was ich machen tue, ich weiß es, ich werde diesen riesigen Baum abholzen. Ja, weil der aufregt. Weil der mir auf den Sack geht, genau. Ich gehe einfach mal in den Wald und suchst nach Kühen. Ja, nach Elfen und Feen und so. Allem, was man verwerten kann. Genau. Und Creeper. Creeper sind ganz wichtig, die musst du in unser Haus einladen. Wir schmeißen morgen eine Teeparty. Okay. Geil. Männlich. Geinomatico. Geinomassage. Aber was ich Kev lassen muss, seine Kanal-Intro ist mit Abstand das geilste, was ich je gesehen habe. Nein, nein. Ja, das ist wirklich muss geil. Mal von Let's Tuttle gucken, das Let's Play, das sein Intro, sein Minecraft-Intro von Hexit, das ist geil. Nein, sein Kanal-Intro, weißt du, wenn du auf seinen Kanal gehst und so. Ach so. Jetzt neu, hat der YouTube eine Trailer-Funktion. Ja, so Trailer, also von sich selber so. Kurz vorstellen, ein paar Sekunden. Ich hab mir so den Arsch weggelacht, ich konnte nicht mehr. Bei Kev? Ja, der hat so ein übelst lustiges Intro. Von seinen von seinen besten Sachen eigentlich, was er je verzapft hat. Und Alter, ist das lustig. Ich konnte nicht mehr. Ist so lustig gewesen. Ja, das war schon geil. Geile Massage. Ne. What the fuck? Was ist? Irgendwer singt im Hintergrund. Ja, dieser scheiß Fernseher, ich will sie gerne so abstechen. Schwein! Wir brauchen Karotten. oder Kartoffeln. Oder. Habt ihr eigentlich im Dungeon Kartoffeln gefunden? Nope. Da war kein Dungeon, da war nur eine Mine. Wie geht das aber falsch nochmal? Magst du Äpfel? Ich ja. Ich mein das Schwein. Ach so. Jetzt wäre das schon ja Schwein. Wumm! Ja, tot! Der Creeper wurde exekutiert. Geh mal auf die Suche und suche Kartoffeln. Ich werde jetzt diesen Berg hier besteigen. Oh! Und mich vorhin aber noch aufs Maul legen. Okay. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Gibt es hier in der Nähe ein NPC-Dorf? Ich glaube nicht. Hier gibt's nur Wald. Alter, wir haben in einem